Ja, der 14.10. 13.30 Uhr. Ich bin beim Herrenwald unterwegs und hier davon ist die Aral-Tankstelle. Und hier war mal neuerdings. Und hier sind jede Menge gefällte Bäume. Wie man sehen kann. Das Menschen meinten wohl, das wäre letzte Woche passiert. Das ist voll das Massaker hier. Alles nur wegen der Autobahn. Hier ist noch die Absperrbänder noch zu sehen von dem Sicherheitsbereich. Ja, alte Eichen. Sind das Eichen? Ja, ich glaube schon. Die Blätter hier. Also hier ist ziemliches Durcheinander und alles irgendwie alles noch total frisch gesägt worden. Teilt bitte dieses Video. Ich bin fertig mit den Nerven. Ey. Alles total frisch hier gefällt. Bis da hinten. Ich glaube, hier geht auch die Autobahn durch. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumlaufen. Ist ja keine Polizei mehr. Die sind ja auf der anderen Seite von der Bundesstraße. Teilt bitte dieses Video auf meinem YouTube-Kanal. Damit die sehen mal, was die. Das ist alles total intakte Bäume hier im Trinkwasserschutzgebiet. Herrenwald, dann Runderwald. Und Maulbacher Wald. Die grünen, schwarze, also die Grünen und die CDU wollen die eine Autobahn durchbauen. Die Degis baut die oder gibt den Auftrag. Und Strabag baut dann die Autobahn. Ein gesunder Mischwald hier. Hier sind Birken, glaube ich, Eichen. Da vorne waren ein paar Tannen. Alles gefällt und weiter und woanders hin, damit dann das zügig vorangeht, die Fellarbeiten. Hier sind dicke Reifenspuren zu sehen. Einfach alles liegen lassen, damit es besonders schnell geht. Es tut einfach noch weh. Ich war ja am Sonntag mit dem Waldspaziergang im Maulbacher Wald. Da sieht es ähnlich aus an der Waldkante. Und die Bäume, die hier, ich glaube, hier geht die Autobahn durch, hier und hier, die haben jahrelang keinen Wind abbekommen. Und sind deshalb nicht so stark. Deswegen werden die wahrscheinlich auch noch umkippen. Hier sind wieder ein paar Birken. Wenn das Birken sind, die Maibäume. Alles tot hier. Da sind richtig fette Stämme. Hier sind ein paar kleinere Stämme. Ein paar dünne Stämme. Alles feinsäuberlich. Manchmal hingelegt. Und alles hier hängen lassen, die ganzen Absperrbänder. Das sind so schöne Bäume. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und zählen, wie viele Jahre der Wald, wie viel der Baum ist. Die Bäume hier. Ja, die Jahresringe gut zu sehen. Perfekter Baumstamm. Total intakt. Ich werde dann auch die nächsten Tage noch hier bleiben und nach den Rodungsarbeiten das filmen, was hier los war. Ja, ein ganz fetter, riesen, langer Baum. Der geht also einige so 30 Meter hoch. Das war der Harvester, der hat dann den Baumstamm genommen und hat ihn einfach nur durchgesägt. Ich bin fassungslos, was hier los war. Voll die zerstörerische Schneise.
Also wie gesagt, wäre super, wenn ihr das Video teilen würdet. Und auf allen möglichen. Muss ich mal wieder runterspringen hier, weil er so groß war. Hier ist sogar ein Vogelnest. Hier war mal ein Vogelnest. Da ist aber zum Glück keiner drin. Ich glaube, das nehme ich mit. Kann man dann noch woanders aufhängen. Vielleicht. Vielleicht kann man das dann hier aufhängen. Ja. Schöner alter Wald hier. Einfach so vernichten. So, weiter gehe ich. Den. Ja, das sind Eichen hier. Richtig gute, große Eichen. Hier sind noch mehr dicke Eichen umgefallen worden. Durchgesägt. Einfach so. Boah. Runter Eichen. Hier ist noch mal so ein fetter mit Jahresringen. Hier ist noch ein Stück. Das nehme ich auch mit. Hoffentlich ist das kein Diebstahl, wenn ich jetzt hier Holz mitnehme. Ist mir aber egal. So. Hier ist alles tot. Alles tot. Tot. Einfach nur tot. Traurig, total traurig und ja, hier ist das Ende, hier soll die Trasse lang gehen. Bis hierhin haben die alles blau markiert, die Bäume dürfen stehen bleiben und der Rest da hinten alles tot. Gut, dann gehe ich jetzt mal zur Mahnwache Nord. Ich ruhe mich da ein bisschen aus und gehe dann weiter.